Hallo und ein herzliches Willkommen zur ersten Folge von Pirate TV. Mein Name ist Michael Bongen und ich bin der Medienhaber der Firma Pirate Racing. Der Themenschwerpunkt hier in dieser Firma ist hauptsächlich die Überholung von Motoren, Tuning und der Service von Ein- und Zweizylindermotoren. Ein weiteres Standbein dieser Firma ist die Restauration von solchen Fahrzeugen. Da kommen wir auch direkt zum ersten Thema, die Honda XR600R von Baujahr 86. Der Zustand ist, wie unschwer zu erkennen ist, sehr bescheiden und das ist natürlich eine Herausforderung, die nehmen wir gerne an. Anhand dieses Fahrzeuges möchten wir euch einen Einblick geben über die komplette Restauration von so einem Fahrzeug. Wir möchten euch einladen, den kompletten Arbeitsprozess von der Zerlegung bis zur Einzelteilbearbeitung und dem Wiederaufbau des Fahrzeuges mit uns zu begleiten. Nach der Zerlegung werden wir die Rahmen- und Motorbauteile komplett bei der Firma ECMI, unser Partner in puncto Pulverbeschichtung, komplett neu beschichten lassen. Dort wird auch anhand eines Rahmenbauteiles der Ablauf einer Beschichtung komplett erklärt. Den Motor lassen wir natürlich auch nicht original. Da werden wir in puncto Tuning mal die große Kelle auspacken. Angefangen bei der Kurbelwelle mit 3 mm mehr Hub und natürlich auch einer Feinwuchtung. Wir werden einen Bigboard-Zylinder montieren mit 99 mm Durchmesser. Der Kopf wird bearbeitet in den Kanälen und Ventilsitzradien und eine Tuning-Nockenwelle wird montiert. Wir freuen uns, wenn wir euch neugierig gemacht haben und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn wir gleich nur die Verschlüsse brauchen, der Rest kommt neu. Schöne verbastelte Elektrik. Lappenmaske gilt auch, kommt auch weg. Irgendwelche Lautsprecherkabel. Enthauptet. So, und hier haben wir den Krümmer. So, einmal der schöne Motorschutz, das ist ein guter Schuss, den behalten wir. So, als nächstes fliegt der Motor raus. So, der ganze Apparat ist zerlegt, wie ihr seht. Alles Rahmen, Fahrwerk und so weiter liegt vor mir. Hier liegen, oder auf der linken Seite, liegen halt die Sachen, die eben halt in die Tonne gehen. Die werden also nicht mehr gebraucht. Hinten steht noch der Motor, den wir noch komplett zerlegen werden, weil der Kunde hat uns ja noch ein umfangreiches Motortuning in Auftrag gegeben. Da werden wir natürlich jetzt erstmal schauen, was ist noch machbar, was geht, was muss neu. Ölpumpen kommen sowieso neu, Lager und so weiter, Ventile. Dann gehen die Bauteile zum Bearbeiter mit Big Bore und Kopfbearbeitung. Und wenn die wieder da sind, werden die dann auch noch schön bei der Firma ECMI, unser Pulverbeschichter hier in Frechen, wo auch der Rahmen und den Rest hingeht, komplett neu beschichtet. Also Deckel, Motorgehäuse, Zylinderkopf und so weiter. Ja, also bleibt dran. Beim nächsten Mal sind wir beim Pulverer und da werden wir mal die ganzen Sachen erklären, wie der Ablauf ist von Sandstrahlen, Beschichten und alles abkleben, also der ganze Arbeitsprozess mal komplett durchspielen. Bis dann, viel Spaß!